Ark Survival Evolved, neue Folge bei den Spielkindern, heute mit mir, Dennis, und ohne andere Mitstreiter. Ich habe mir mal wieder eine kleine Spielstunde vorgenommen hier, bisschen mich umgucken und ja, was fällt als erstes auf? Ich steige ins Spiel ein und wo ist mein Haus? Wo ist mein Bett? Wieder mal hat Ark es geschafft, dass ich nicht mehr da bin und ich möchte gerne wissen, warum das so ist. Jetzt waren wir eigentlich gerade so weit, da kommt übrigens gerade ein fieser Dino, den werde ich mal umgehen. Jetzt hatten wir es gerade mal geschafft, uns endlich mal wieder ein Haus zu bauen und uns ein bisschen sicher zu fühlen. Und kaum steige ich wieder ins Spiel ein, ist wieder alles weg. Ich habe mir jetzt schon mal die ersten grundsätzlichsten Sachen gecraftet hier, damit ich nicht mehr komplett nackt dastehe. An derselben Stelle gespawnt wie letztes Mal, da im Südosten der Karte. Wenn ihr euch noch an gestern erinnert, da werde ich ja sicherlich auch irgendwann mal in der letzten Folge auf die Karte geguckt haben. Das ist in etwa in derselben Gegend. Und dann sind wir hier dem Fluss gefolgt, Richtung Inland, um mal uns da eine Hütte zu bauen. Das haben wir auch geschafft. Die hat Basti ganz vorbildlich dahingesetzt. Und ja, aufgenommen haben wir das Ganze vor etwa einer Woche, also vor 5 Tagen oder 6 Tagen. Und in den Tagen jetzt habe ich das hier nicht mehr gespielt. Aber bin ich mal gespannt, was jetzt mit unserer Hütte passiert ist, weil so zumindest jetzt offensichtlich hier rumstehen kann sie eigentlich nicht mehr, weil dann, beziehungsweise vielleicht ist die Hütte noch da, aber das Bett ist weg oder so. Ich weiß es doch auch nicht. Es ist verwirrend und es ist ein bisschen schade und da vorne steht schon wieder ein Fleischfresser. Ah, wahrscheinlich überlebe ich das hier nur eine Minute oder so. Wobei ich lebe jetzt schon eine Minute, also alles gut. Alles gut. Wow, das ist ein neuer Fisch. Ein sowas wie einen, wie heißen die? Piranha oder sowas, ha? Wow. Der lässt sich irgendwie nicht so richtig. Ah, ich hab ihn. Jetzt kommt bestimmt sein Freund. Das dachte ich mir doch. Ja. Au! Au! Killed by a Raptor. As usual, möchte ich fast sagen. Das Übliche, vom Raptor getötet. Habe ich denn schon jemals was anderes erlebt bei Ark? Ja, ich wurde auch schon von anderen Tieren getötet, aber Raptoren sind so die häufigste Todesursache. Wo bin ich jetzt genau gespawnt? Durch dass ich hier falsch laufe? Ne, ich muss wieder ein Stückchen geradeaus. Also ich wurde jetzt nur um wenige Meter zurückgeworfen, sozusagen. Hab natürlich das Problem, dass meine Ausrüstung jetzt weg ist und da im feuchten Uferbereich liegt. Kann ja auf dem Weg ein paar Steine und ein paar Fasern und so mitnehmen hier. Ich renne da jetzt einfach mal durch. Den Raptoren kann ich mich sowieso nicht sinnvoll anlegen. Das heißt, da brauche ich jetzt auch nicht eine Waffe bauen. Hier, das habe ich vorhin schon entdeckt, als ich Sachen gecraftet habe. Hier liegen Eisenrohre rum. Weiß ich jetzt auch nicht so genau, was das zu bedeuten hat, ob das Deko ist oder ob hier jemand tatsächlich was versucht hat, mit Rohren zu bauen. Also, dass man die craften kann, weiß ich ja. Ja, ich bin Level aufgestiegen. Das ist sehr schön. Kann man ja glatt mal aufrüsten. Ich glaube, ich möchte mehr Schaden machen. So, jetzt schauen wir mal, ob ich irgendwas hier. Also, was gibt's denn noch? Sattel gibt's noch? Könnte ich noch machen? Vielleicht sollte ich auch ein Bett herstellen können. Ich glaube, ein Bett herstellen wäre gut, wenn ich das auch könnte und nicht nur einer die Dinger bauen kann. Aber schon mal einen Hut craften. Weil Hut halt, ne? Hut ist gut. So, da brauchen wir noch ein bisschen Kram für. Ja, also man muss sagen, jetzt in so einer Early Access Phase, aber das ist ja auch, sagen wir mal so, das ist nicht unbekannt aus anderen Spielen. Da muss man halt drauf gefasst sein, auch bei Ark, ähnlich wie bei früher bei DayZ, auch noch in der Mod und so weiter, aber auch am Anfang der Standalone-Version, dass man halt einfach oft von vorne anfängt,
oft dieselben Sachen machen muss und so weiter und so fort. Also da braucht man jetzt nicht denken, dass man hier einmal anfängt zu spielen und dann spielt man garantiert erstmal 20 Stunden lang schön mit seinem Charakter. So funktioniert das noch absolut nicht. Wahrscheinlich daran, dass ich jetzt hier, dass wir eigentlich ein schönes Haus hatten und das aus mir unerfindlichen Gründen das jetzt wieder weg ist. Es kann sein, und das möchte ich nicht ausschließen, dass der liebe Server-Administrator Basti das umgebaut hat oder kaputt gemacht hat, das Haus, aus Gründen. Vielleicht, um irgendwie was anderes zu bauen. Er wollte ja seine sichere Zone für Anfängerspieler bauen. Vielleicht stand das Haus irgendwie im Weg oder so. Ich weiß es nicht genau. Wir werden es möglicherweise herausfinden in dieser Folge. Ich könnte noch einen Hut bauen, aber das brauche ich nicht. Ah, ich brauche noch mehr Palmwedel. Na komm, dann gib mir mal noch zwei. Oh, jetzt gibt er mir Holz. Dankeschön. Wenigstens mal wieder hier eine Stein... Spitzhacke hab. So. Gut. Ein erster Anfang hin zu einer guten Ausrüstung. So, da unten jagen die beiden Raptoren, die mich vorhin wahrscheinlich auch gekillt haben. Mir war so, als müsste jetzt hier ja auch eigentlich irgendwo unser Haus stehen. Also hier am Wasser halt rechts. Weiß nicht mehr genau, wie weit das jetzt weg war vom Strand. Oh, was ist das? Eine Mauer? Kann es nicht sein, dass hier unser Haus stand? Hier vorne? Irgendwie so? Ach, guck mal, hier ist noch ein Lagerfeuer. Ah, hier stand das. Hier habe ich auch noch die Fackel am Start. Kann ich das demolish? Ah, guck mal, da gibt es dann Holzkohle. Hier ist ein Lagerfeuer. Mal kurz gucken, ob da was drin ist. Da ist sogar Fleisch drin. Super, noch wahrscheinlich von Basti und mir. Das liegt da zwar schon ein Weilchen, aber meine Güte, soll mich nicht stören. Achso, ich muss das ja, Entschuldigung, ich muss es ja gedrückt halten. Jetzt kommt bestimmt gleich wieder so ein Raptor von hinten. Ah, da kriegt man leider nichts wieder. Gut, jetzt gucke ich mir aber mal an, was er da hinten gebaut hat. Also, da steht auf jeden Fall eine Mauer. Jetzt ist die Frage, ob man da irgendwie reinkommt in die Mauer. Und natürlich ist da auch noch ein bisschen das Problem, dass da links jede Menge so kleiner Dino-Viecher rumläuft. Ist ja cool, dass es neue Fische gibt. Also es wird wirklich, wenn ihr das hier seht, ich meine, das Spiel gibt es jetzt seit knapp 2 Wochen zum Zeitpunkt der Aufnahme jetzt hier. Also die Early Access Version ist vor 2 Wochen gestartet und wir haben jetzt schon bestimmt 20 oder 30 Patches und Updates gehabt mit neuen Inhalten und so weiter und so fort. Richtig, richtig gut. Also muss man die Leute auch mal loben. Das gefällt mir als mittlerweile Early Access kritischen Menschen. In vielerlei Hinsicht gefällt mir das schon mal sehr gut. So, jetzt ist die Frage, kommt man hier rüber? Hier kommt man wunderbar rüber. Und wenn ich das richtig interpretiere hier, dann ist das die etwas schwach gesicherte, vielleicht noch ausbaufähige, sichere Zone, von der Basti gesprochen hat. Für Anfängerspieler. Und zu denen möchte ich mich jetzt zählen. Immerhin bin ich gerade erst wieder gespawnt. Hab ja kaum was dabei. Kaum Waffen und ähnliches. Jetzt wäre es natürlich noch gut, wenn hier drin nicht so viele fleischfressende Dinos rumlaufen würden. Okay, viele sind es nicht, aber ich sehe zumindest da in der Ferne zwischen den Bäumen irgendein kleines Vieh, irgendein Dilo oder vielleicht auch einen Raptor. Weiß ich nicht genau. Kommt man da hoch? Aha. Still. So, na, das ist doch schon mal nett. Ein schönes Häuschen und da ist jede Menge Kram drin. Das hat er sich aber schön überlegt. Ja, also hier großes Lob an Basti an der Stelle. Wooden Ladder, kann ich da irgendwie... Wie benutzt man die? Owner the Blame. Wer ist denn the Blame? Weiß ich nicht. Bin auch zu doof, um da hochzuklettern.
da irgendwas drin schon? Na, guck mal, Gunpowder könnte man dann demnächst auch Waffen craften, wenn es soweit ist. Ich schaue mich jetzt einfach hier im Dorf noch ein bisschen um. Vielleicht gibt es ja hier noch ein paar ganz coole Sachen. Ach, guck mal hier, was wir hier alles haben. Also die volle Ausstattung sozusagen. Das ist natürlich sehr cool, dass hier an alles gedacht wurde. Ach, so habe ich mir das vorgestellt. Also wir gucken mal ganz kurz auf die Karte, ohne jetzt hier hoffentlich umgebracht zu werden. Das hier ungefähr, wenn ihr das jetzt seht und ihr sucht diesen Bereich, diesen sicheren Bereich, hier ist auf jeden Fall einer. An diesem Knick von dem Fluss, der hier im Gebiet Ost 1, also East 1, startet, Osten 1. Wenn man da spawnt, dann spawnt man da am Strand, wo ich jetzt herkam, rechts am Wasser. Und wenn man dann ein bisschen nach Westen läuft, ein bisschen nach Nordwesten, dann kommt man an diesen Fluss, folgt dem Fluss und dann ist man im sicheren Gebiet von diesem Teil. Ich denke mal, dass das sichere Gebiet sich bis in den Norden erstreckt, an den anderen Fluss, den ihr da oben in dem aufgedeckten Gebiet seht. Könnt mir vorstellen, dass das jetzt hier dieser gesamte Bereich ist. Und da kann man auf jeden Fall sich schon mal ein bisschen ja, die Zeit vertreiben, sich ein bisschen umschauen. Hier gibt es eine Menge zu sehen. Hier gibt es Essen. Zumindest glaube ich das. Ich sehe hier zumindest mal Dodos. Achso, die gehören jemandem. Dem The Blame. Das möchte ich natürlich dann nicht. Da unten liegt einer. Möchte ich natürlich dann jetzt nicht ihm wegnehmen. Gibt einen Komposthaufen, das ist natürlich sehr cool. Aha. Da kannst du wahrscheinlich mehr herstellen. Hier sind Beete. Da ist jetzt noch nichts drin, da kann man höchstwahrscheinlich Samen pflanzen. Hier ist ein in der Luft schwebender Wassertank. Okay, da ist jetzt nichts drin, aber kann man sich ja zumindest mal angucken. Das ist ein bisschen komisch, da kann Pupsi. Level 17 gezähmter Dino von The Blame. Also The Blame scheint hier auf jeden Fall aktiv gewesen zu sein. Hier eine Menge gemacht. Ich frage mich allerdings, warum da ein nackter Toter unter diesem Bett liegt. Ich bin etwas verwirrt, was das angeht. Okay, also das war ein Startspieler. Warum der nackt und tot ist, vielleicht weil The Blame ihn in seiner Hütte erwischt hat. Weiß ich nicht. Kann ich nicht so genau sagen, was da passiert ist. Ein Raptorsattel. Man kann Raptor reiten. Das ist mir neu und das ist aber auch schön. Also ich werde mich nicht beschweren. Boah, es sind lilane Blueprints, das ist schon mal sehr geil. Spyglass, Crystal, Hose. Hose. Cool, was es alles gibt. Ich hoffe, dann kann man vielleicht auch mal hier so ein bisschen in dieser Gemeinschaft, die es ja hier offensichtlich gibt, auch ein bisschen handeln, sich zusammentun. Darum geht es ja bei dem Spiel vorrangig natürlich. Da einen Stamm zu gründen. Da hinten ist schon mal ein Mensch. Da ich nicht genau weiß, wie freundlich hier alle sind, muss ich mich jetzt noch nicht mit ihm anlegen. Kommt man denn da hoch? Da unten sind Raptoren. Mindestens einen habe ich gesehen. Okay. Tribe the Blame. Also das hier scheint ein Stamm zu sein. Dilo. Nee. Mag ich nicht. Möchte ich jetzt gerade ungern mich mit dem prügeln. Oh, der kommt mir hinterher, ey. Ich dreh durch. Komm ich hier rein? Ja. Ja, das soll er doch mal versuchen, mich hier drin zu erwischen. Und er kann mich hier drin erwischen. Was ist denn das für eine Kacke? Wieso darf er das denn? Wieso darf er mich denn hier drin erwischen? Wieso kann er mich denn von unterm Haus hier so irgendwie reinglitschen und mich dann töten oder was? Finde ich nicht so gut. Habe ich hier irgendwas, womit ich mir eine Waffe bauen kann?
irgendwas Vernünftiges? Nee, ich habe nur Holz. Das heißt, es reicht nicht mal für einen einfachen Speer. Da fehlt mir immer noch Holz und Flint. Ist jetzt hier auch beides nicht im Schrank. Ich bin mit der Gesamtsituation minimal unzufrieden. Ist hier was drin? Hier ist Holz drin. Patch. Ich brauche aber immer noch Flint. Ja gut, ich kann vielleicht mir wenigstens mal ach, Klamotten craften hier. Tut mir ja leid, dass ich den Leuten jetzt hier den Schrank leer räume. Das will ich jetzt eigentlich gar nicht. Wisst ja, dass ich das damit mit so Diebstahl und Mord nicht so hab. Aber verzweifelte Situationen und so. Oh shit. Oh fuck, das Vieh ist durchgekommen. Ja! Ja! Erwischt! Erwischt! Erwischt die Wischt! Gut, das war nicht so schön. Es tut mir auch leid ums Haus. Möchte mich an der Stelle entschuldigen bei dem Clan oder dem Stamm Blame. Wenn hier jemand zu blamen ist, dann bin ich das. Dafür, dass der Dilo da das Haus zerlegt hat. Aber es ist nur eine Bodenplatte, das sollten sie reparieren können. Ich würde es ihnen reparieren, aber ich kann leider überhaupt nichts bauen. Das hat bei unserer Gruppe ja immer Basti gemacht. Behindertenwohnheim. Okay, also hier ist die Tür verschlossen. Komme ich jetzt auch nicht mit dem PIN-Code, komme ich nicht rein. Gut, ich glaube fast möglicherweise, das ist hier noch gar nicht die sichere Zone. Wobei die vollen Schränke halt, das wäre so ein bisschen, ne, also macht ja Sinn. Es würde ja in dem Zusammenhang einiges erklären. Das ist sehr erfreulich und das ist schon mal auf jeden Fall ein guter Anfang. Momentan, als ich jetzt hier auf den Server gegangen bin, waren da drauf nicht so viele Leute. Da waren nur zwei Leute drauf. Also ich bin der Dritte gewesen. Es dürfen ruhig mehr werden. Also joint uns dem Spielkinder Community Server. Wie gesagt, Videobeschreibung, die Zugangsdaten. Gut, mal gucken, was wir nächste Folge machen. Ich suche immer noch Bastis tolle sichere Zone. Und ich frage mich natürlich immer noch, warum unser Haus eingerissen wurde. Vielleicht waren das die Leute von The Blame. Ich würde es Ihnen nicht verübeln, denn es stand ja da wirklich so ein bisschen, hat Ihnen ja ein bisschen die Sicht versperrt. Im Weg stehen, weiß ich jetzt nicht, ob man das so sagen kann, aber wenn man hier runter guckte, Ihren Fluss entlang, dann stand das da ja genau das Haus, also quasi direkt. Und das hätte mich auch gestört. Eigentlich nicht, aber egal. Danke Leute dafür, dass ihr unser Haus kaputt gemacht habt, oder danke Basti, dass du das gemacht hast. Man weiß es nicht. Ich schaue mich weiter auf der Insel um und hoffentlich stößt Basti demnächst auch mal wieder zu mir. Bleibt einfach mit dabei. Ich kann aber schon mal versprechen, die Release-Woche von der Alpha, die wir jetzt begleitet haben, die letzten knapp 10, 11 Tage, wo wir jeden Tag eine Folge gebracht haben, das ist jetzt langsam vorbei. Wir werden das jetzt ein bisschen reduzieren. Noch alle 2 Tage, denke ich mal, so circa eine Folge bringen und ich denke, das reicht auch. So viel tut sich ja hier in dem Spiel auch nicht. Und wir erleben zwar ganz coole Sachen, aber momentan ist es tatsächlich noch so, dass bei jedem zweiten Spielstart man von vorne anfängt. Und das ist auf Dauer jetzt nicht super motivierend. Deswegen ziehen wir es jetzt ein bisschen länger und ne, wollen ein bisschen über Wochen und Monate natürlich das Spiel auch spielen und da nicht die Lust verlieren schon nach 2 Wochen. Also bleibt einfach weiter bei uns im Kanal und schaut weiter zu. Nächste Folge gibt's aber trotzdem erstmal morgen. Bis dann. Tschüss.